Servus, liebe Zuschauer. Willkommen wieder auf meinem Kanal bei meinem Video beim Klargarten-Thomas. Ja, heute kommt endlich das versprochene Abo-Spezial. Wir haben gestern am 23.05. die 1500 Abonnenten geknackt. Also herzlichen Dankeschön, ein herzliches Dankeschön an euch alle. Richtig fettes Danke, Danke, Danke. Hätte ich nicht gedacht, dass wir vom Mitte Dezember bis jetzt so viele Abonnenten zusammen, dass ich so viele Abonnenten zusammenkriege. So viele Leute, die trotzdem meine Videos gucken, auch wenn ich immer so viel Quatsch dabei mit vielleicht labe oder sowas. Na, so ist es halt. Ja, auf alle Fälle richtig fettes Danke. Ihr seid echt die Besten. Wir sind jetzt aktuell, heute ist der 24. Wir sind aktuell bei 1518 Abonnenten. Das ist der aktuelle Stand. Also wirklich echt klasse. Jetzt bin ich schon wieder zu spät dran. Ich wollte es eigentlich vorher rausbringen. Ich hatte das ganze Video eigentlich auch schon gefilmt, aber... Ja, wenn man natürlich die Speicherkarte in der Kamera vergisst und die zeigt einem dann nicht an, dass man keine Speicherkarte hat und man dreht da fleißig seinen Film und stellt dann abends fest, ja, das was du gedreht hast, das ist alles für die Katz gewesen, weil du hast nämlich gar nichts aufgenommen. Spitzenmäßig, aber mein Gott, passiert in die besten Familien. Ich habe ja geplant, immer zu die ganzen runden Zahlen quasi, mache ich Speziale. Das erste war ja bei 100 Abonnenten der Hofrundgang. Das zweite sollte bei 500 Abonnenten dann eigentlich der Allgäuer werden. Hat ja aber leider nicht geklappt, also danke nochmal an Sibbersusum. Der hat da mit seinem Content dafür gesorgt, dass das ein wenig schneller ging. Dass ich da ein bisschen fix drüber war, dann habe ich den Allgäuer bei die 1000 Abonnenten gemacht. Und als Ersatz fürs 500er habe ich ja gesagt, mal bei 1500 noch eins. Ja, und das kommt heute. Und das nächste dann natürlich bei 2000 und dann erst wieder bei 5000 oder so in den Dreh. Das muss ich mal gucken, das entscheide ich dann aus dem Bauch raus. Ja, wieder eine Schleppervorstellung. Ich habe ja insgesamt 4 Schlepper eigentlich zur Verfügung, wobei der vierte ja momentan zerlegt da drinnen steht. Da hat sich ja noch nichts ergeben. Dafür kommt dann heute auch ein Schlepper und den seht ihr jetzt gleich. Ja, den Schlepper, den ich euch heute vorstelle. Viele haben den schon gesehen, viele haben den Sound schon gehört, viele sind schon bei den Videos dabei gewesen, wo ich damit gefahren bin. Der Kramer KL300, Baujahr 1962, geliefert worden aus dem Kramerwerk in Gutmattingen. Ja, den Schlepper hat der Großvater damals angeschafft. Der kam damals als nagelneuer Schlepper hier auf dem Hof. Da haben wir ihn nochmal. Fritzmeier M210 Flatterverdeck verbaut. Flatterverdeck, warum? Zeige ich euch später nochmal. Hydraulische Mähwerksaushebung, Mähwerksbock. Normalerweise sitzt hier noch der Mähbalken dran. Den habe ich aber demontiert. Ist unnötiger Ballast, den brauche ich nicht mit rumfahren. Außerdem brauche ich es eigentlich nicht mehr oder nur noch ganz, ganz selten, weil ich ja das Trommelmähwerk habe. Früher war der nur mit dem Mähwerk noch im Einsatz. Ja. Besonderheiten bei dem Schlepper: Duro-Lastik-Haube, das ist quasi eine Kunststoffhaube, kein Metall, ist so glasfaserverstärkter Kunststoff oder eine Glasfaserhaube oder wie man das sagen möchte. Ist eingeführt worden von Kramer als Lärmdämmung bei dem Schlepper. Ja, der hat dann Vorderradkotflügel, war nicht unbedingt serienmäßig. Verbaut, wo das Gitter da zu sehen ist, ist eine Doppelkupplung von Fichtel und Sachs. Müsste sein die DO 225 200 oder andersrum oder 220 225, glaube ich, heißt es. Also der hat eine Doppelkupplung, war auch Sonderzubehör bei dem Schlepper. Das Fritzmeier Verdeck war nicht original drauf, der ist gekauft worden ohne Überrollbügel, ohne Verdeck. Das hat der Großvater damals nachgerüstet. Ja, ganz normal der Schlepper von hinten. Wir haben die verlängerte Aggerschiene, da ist ein Rüsselblech drauf, war auch Sonderzubehör. Ja, Überrollbügel, das ist ein Kress-Sicherheitsbügel gewesen. Ist kein Fritzmeier-Bügel, die Fritzmeier-Bügel schauen ein wenig anders aus.
Den habe ich nicht. Ist wie gesagt der Kress-Sicherheitsbügel, sieht man leider nichts mehr. Da stand oben auch mal der Name Kress noch drauf. Ist aber beim Lackieren dann alles gar untergegangen. Also alles konnte man doch nicht retten. Ja, Kramer Baugruppe 2 Getriebe. Hydraulik hinten dran, hydraulischer Heckkraftheber. Verstellbares Anhängemaul, das kann ich in der Höhe verstellen. Muss ich bloß die zwei Bolzen dort rausnehmen, rausschieben nach unten und dann halt unten wieder reinschieben. Musst natürlich das Maul festhalten, also ist noch nichts mit Rasterschiene, musst du mit einer Hand machst, da brauchst du schon ein wenig. Ja, ich sag mal, da brauchst du zwei Hände dazu, um das zu verstellen. Bleibt aber bei mir normalerweise eben auf der einen Höhe, weil die ganzen Anhänger, die ich habe, die hängen auf dem höchsten Punkt, das ist eigentlich ideal. Das wird bloß runter gemacht, wenn ich den Oberlenker reinmache. Der Oberlenker wird dann quasi auf den Bolzen, der da so schön abgescheuert ist, da wird er eingehängt. Den zweiten Bolzen musst du mal drinnen lassen, dass du den Splint dann schön einkriegst. Ja, funktioniert. Werkzeugkasten hat er verbaut. Fahrerstand. Ja, da kommen wir gleich noch einmal dazu. Ja, das ist wie gesagt ohne, wie soll ich sagen, das war der wichtigste Schlepper bis 1984 auf dem Hof und noch weit bis in die 90er rein. Der IHC kam damals, aber der durfte ja für nichts eingesetzt werden, war der neue Schlepper und dann ist weiter mit dem da gearbeitet worden. Der IHC durfte nur zum Ackern ran. So war das damals, der Großvater hat auch sehr auf seiner Maschine geschaut. Und dann musste halt der gute alte Kramer vor dem Kultivator gespannt werden, vor dem Grubbel gespannt werden und teilweise dann, wir haben einen Zweischabflug noch gehabt, mit dem ist geackert worden. Sämtliche Arbeiten sind eigentlich mit dem gemacht worden. Ja. Ist wie gesagt 1962 nagelneu auf dem Hof gekommen. Und der Großvater war ja Feldgeschworener, also der war beim Vermessungsamt tätig. Und er hat ja keinen Führerschein weiter gehabt, außer den Wehrmachtschein für die Motorräder oder ich glaube das waren 450 Kubik oder was da möglich war. Und ja, das einzige Fahrzeug, das er damals gehabt hat, das war das Gogomobil. Den durfte er fahren, andere Autos nicht. Und wie er beim Vermessungsamt tätig war, da hat er den Schlepper dann gehabt, da hat er hinten einen Holzkasten drauf gebaut, der steht sogar noch da. Der Holzkasten steht, wo die Schubkarre dort steht, die silberne. Direkt davor, das Holzding. Der Holzkasten ist hinten auf die Aggerschiene draufgekommen. Auf die verlängerte, ist unten mit dem Zugmaul verklemmt worden. Und da waren die Vermessungsstäbe und das ganze Werkzeug und das, was er alles gebraucht hat, war da drin. Und da ist er so durch den ganzen Landkreis Kulmbach gefahren und hat die Vermessungsaufgaben gemacht. Das war quasi seine Allzweckwaffe für alles, das war sein Auto. Der Schlepper. 29.000 Betriebsstunden runter, ganz genau müsste ich jetzt mal auf den Stundenzähler gucken. Hat auf alle Fälle die 10.000 Stunden schon ein paar Mal mitgemacht. Der ist wie gesagt für alles eingesetzt worden. Ist so gut wie nicht geschont worden, egal was war. Der musste ran. Ja, zu den technischen Daten. Ich habe mir die die Bedienungsanleitung mal mit her, da steht nämlich alles schön mit drin. Ja, da steht halt dann Fahrgestell. Zum Beispiel hier moderne, formschöne Blockkonstruktion, Haube aus Durelastik, Radstand 1960 mm. Motor ist ein Zweizylinder, Viertakt Dieselmotor, 28 PS, mit 1700 Kubik Hubraum. Kühlgebläse, also luftgekühlt das Ganze, Ölbad, Luftfilter und Fernthermometer hatte der mit drin. Der Motor ist ein F2L 712 von Deutz. Der läuft einwandfrei. Ist echt eine klasse Konstruktion, der Motor. Man muss bloß darauf achten, wenn der mal mit Dreck oben zugesifft ist, kann es schneller mal zu Hitzerisse kommen. Haben wir letztes Jahr auch entdeckt. Also der war relativ viel Dreck dazwischen. Da muss ab und an mal das Kühlgebläse runter gemacht werden. Gerade wenn er staubige Arbeiten oder so verrichtet. Gründlich ausblasen, sonst haben die Köpfe oben lauter Hitzerisse. Alles beseitigt worden. Wir haben den Schlepper ja letztes Jahr komplett restauriert. Da gibt es ja auf meinem Kanal auch ein Video. Müsst ihr mal gucken. Restauration Kramer KL300. Da sind einige, das ist eine Bilderstrecke da davon, ist einiges zu sehen. Ich habe leider nicht alle Bilder da. Viele Bilder sind zum Beispiel im Kramer Forum zu finden.
und dem K15 fahre, laufe ich da, beziehungsweise auch auf Facebook auf meiner Seite sind ein paar Bilder noch vertreten. Ja, der ist ja letztes Jahr komplett neu aufgebaut worden. Und wenn ich sage komplett aufgebaut, also wirklich komplett aufgebaut, der war bis auf die kleinste Schraube zerlegt, alles zerlegt. Kotflügel hinten neu, Kotflügel vorne neu, Motor komplett gemacht, Kupplung gemacht, Bremsen gemacht. Sämtliche Lache innerhalb erneuert, Zahnräder im Getriebe sind gemacht worden, die Hydraulik ist komplett überarbeitet worden, also das war wirklich ein Restaurationsobjekt. Da ist richtig Geld reingesteckt worden, da habe ich richtig Geld reingesteckt, eben weil der Schlepper so lange auf dem Hof ist und weil ich weiß, was ich dran habe. Und ja, wie man sieht, das hat sich ja top gelohnt. Ja, der Schlepper hat ein 10-Gang-Getriebe. 10 Gänge, er hat ja nur den ganz normalen Schaltknauf in der Mitte drin, das heißt 5 Vorwärts, 1 Rückwärtsgang. Ich habe unten einen Fußschalthebel, den zeige ich euch, wenn wir dann nochmal auf dem Schlepper sitzen. Den kann ich einrasten, dann habe ich quasi nochmal 6 Gänge zur Verfügung, also nochmal 5 Vorwärts und einen Rückwärtsgang. Also insgesamt 10 plus 2, könnte man sagen. Schnell, langsam, ja, so steht es drin. Jeder Gang voll belastbar. Was der da noch drin hat, Einzelradlenkung. Ich habe innen zusätzliche Lenkpedale, also Bremspedale, 2 Stück. Kann damit quasi ein Rad jeweils bremsen. Eine Lenkbremse hat der Schlepper verbaut. Das heißt, wenn ich eine weit genug einschlage, dann bremst automatisch ein Rad mit. Ideal zum Aggen zum Beispiel, wenn du dann in der Furche wenden willst. Das funktioniert mit dem Schlepper hervorragend. Du schlägst das Lenkrad normal voll ein und der wendet direkt in der Furche. Das Ganze hat nur einen Nachteil, wenn du aus der Furche rausfährst. Die Kotflügel bei dem Schlepper sind ein bisschen, ich sage mal, Fehlkonstruktion. Ich passe jetzt immer ein bisschen auf, weil die waren nämlich ziemlich verranzt vorher. Wenn man mit dem Schlepper fährt und zu arg einschlägt, das Schutzblech fährt normalerweise wunderbar hier unten durch, unter der Lenkstange. Wenn du aber durch die Furche fährst, dann kommt das Rad hoch, stößt da unten der Kotflügel an, schleift entlang und du verbiegst ja den ganzen Kotflügel. Muss man ein wenig aufpassen. Hat's früher, hat der Vater gesagt, ist auch oft einmal passiert. Du hast irgendwo eingeschlagen, der Kotflügel ist unten durchgerutscht. Und dann hing der Kotflügel quasi hinter der Lenkstange. Und dann konntest du den Kotflügel demontieren, dass du wieder einschlagen konntest. Also der war dann richtig festgeklemmt. Das ist ein bisschen eine Fehlkonstruktion. Wer es weiß, dem unterläuft der Fehler normal nicht. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mittlerweile, deswegen rangiere ich vielleicht einmal mehr als zu wenig, um mir das zu schonen, das Material. Deswegen schaut es vielleicht auch manchmal so aus, als wäre ich zu blöd zum Fahren, aber das ist wirklich ein bisschen die Vorsicht, weil man will sich ja nicht das schön gerichtete alles wieder kaputt machen, kaputt fahren. Ja, bei mir in der Familie werde ich ein wenig verspottet dafür, sagen wir, das ist doch eine Arbeitsmaschine und aber, ja, stimmt schon. Aber wenn man Geld reingesteckt hat und hat man sich gerichtet, dann möchte man natürlich so lange wie möglich was von dem schönen Bild haben. Dann darf der so lange wie möglich auch schön ausschauen und da kann man die Maschine ja auch pfleglich behandeln. Ja, die originale Sitzschale, die verbaut war, ist nicht mehr drauf. Die hat der Großvater damals schon runtergerissen. Original war da eine Sitzschale von Krame. Der Sitz war weiter hinten montiert, der war quasi hier auf der Höhe etwa gestanden. Der war auch ein wenig schmäler. Aufstieg war ein bisschen einfacher. Das ist aber damals schon runtergekommen. Wie gesagt, der Großvater hat den Bulldog ja sehr viel verwendet. Der ist ja sehr viel damit unterwegs gewesen. Der hat einen Bostrom-Komfortsitz drauf gemacht. Der war irgendwann dann durchgenüdelt. Dann hatte ich einen günstigen Sitz von Granit. Der hat aber nie so recht gepasst. Der war mir zu breit, der war zu unbequem. Und wie ich jetzt den Schlepper wieder zusammengerichtet habe, habe ich gesagt, ne, Schluss. Ich will jetzt einen Ersatz für den alten Bostrom. Der war bequem. Man sitzt ja doch einmal länger auf dem Schlepper, gerade zur Heusaison. Da kann es einmal sein, da hockst du dann einmal 2-3 Stunden auf dem Ding. Und da sind die alten Schalensitze durchaus unbequem. Da ist so ein etwas modernerer Sitz mit schöner Federung einstellbar deutlich schöner. Deswegen habe ich mir einen Cup-Sitz bestellt. Das ist der Nachfolger von der Bostrom. Und also mit dem ist das Fahren richtig klasse. Du sitzt bequem, es federt alles richtig schön. Die ganzen Schläge, wenn du irgendwo drüber fährst, über Arena oder Schlaglöcher oder was, das ist richtig schön abgedämpft. Ich meine, der hat vorne eine Einzelradfederung auf der Vorderachse drauf. Das ist eine Pendelvorderachse mit Einzelradfederung. Die sitzt da hinten. Das sind so Gummimanschetten. Und wenn ich jetzt irgendwo drüber fahre, diese Stöße werden da innen schon abgefangen.
Und richtig große Unebenheiten natürlich über die Pendelachse. Aber hinten auf der Hinterachse hast du halt gar keine Federung bei denen Schleppern, also nicht wie bei den neuen modernen. Also da, wenn du irgendwo drüber fährst, kann es natürlich sein, es gibt schon mal einen Schlag aufs Kreuz hinten. Und ich sage auch, wenn es länger drauf sitzt, ich meine, man wird nicht jünger, man wird älter. Und man muss an die Gesundheit natürlich auch immer denken. Ja, Motorladen F2L 712. Wie gesagt, das ist ein Deutzmotor, zwei Zylinder stehend. Bohrung von den Zylinder 95 mm, wenn es interessiert. Hubraum 1700 Kubik. Zweimal 850 Kubik. Ja, das andere ist eher uninteressant. Viertakt Wirbelkammer Diesel, ja, 28 PS, Drehzahl 2300 Umdrehungen bringt er. Was haben wir dann hier für Räder verbaut? Muss ich mal schnell gucken, sind da die richtigen drin? Größere Bereifung, ne, haben wir hier nicht. Hinten 11,228 und vorne sind es normalerweise 6,016 oder sage ich jetzt auch, nein, 5,016. Heieiei, also Donnerkeil, heute ist ja wieder ein Tag. Ja, für den einen oder anderen noch interessant, hier mal das Typenschild mit der Fahrgestellnummer. Gebrüder Kramer GmbH, gebaut worden ist er im Werk Gutmartingen, erkenntlich an dem G vorne dran in der Fahrgestellnummer, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Zulässiges Gesamtgewicht sind 2,3 Tonnen bei dem Schlepper. Hydraulik ist verbaut. Das zeige ich jetzt einmal direkt am Schlepper. Ich habe ein doppelwirkendes Steuergerät drauf, das heißt, ich kann mit dem Steuergerät hier die Hydraulik senken. Ich kann auch drücken, das heißt, wenn ich einen Flug habe, den kann ich richtig in den Boden reinmorschen, richtig reindrücken und natürlich heben. Und eine Schwimmstellung hat er auch, das heißt Arbeitsgeräte hinten dran können mit ganz geringem Widerstand auf und ab pendeln. Zum Beispiel mit Heuwänden macht sowas Sinn. Das heißt, ich nehme den Hebel bis in hinterste Position, da rastet er ein. Und dann ist das ganze Hubgestänge hinten frei beweglich. Also das kann man dann anheben und absenken. Wenn ich dann den Heuwender dran habe und fahre über Unebenheiten, der hebt aus und fährt wieder rein, also wie gesagt, halt Schwimmstellung, nichts Besonderes. Vor dieser Stellung, wenn ich hier den Hebel bis hier hin tue, also vor der Raststellung, dann habe ich wie gesagt drücken, dann kann ich einen Pflug zum Beispiel in den Boden reindrücken oder Arbeitsgeräte und natürlich nach vorne heben, ganz normal. Ja, hier habe ich dann noch Umstellhebel, nee, ich habe keinen Kipperanschluss an dem Schlepper, könnte man zwar machen, einen Zusatztank verbauen und Kipperanschluss brauche ich aber nicht, dafür haben wir einen IHC. Was kann ich mit denen umsteuern? Also ich habe ja eine hydraulische Mähwerksaushebung. Das ist der Hebel fürs Mähwerk. Wenn ich den jetzt nach vorne klappe und den hinten für die Heckhydraulik nach hinten, dann ist der hintere Kreislauf geschlossen und wenn ich jetzt hier meinen Hebel betätige, dann hebe ich entweder mein Mähwerk aus oder senke es ab. Da habe ich vorne dann auch noch einen Sperrhebel. Na, den sieht man von da aus nicht, da ist jetzt die Plane davor. Und steuere, wie gesagt, nur vorne und hinten die Hydraulik bleibt auf der Höhe, wie ich sie habe. Brauche ich aber im Moment ja, wie gesagt, nicht, deswegen steht er so. Ja, und das ist eigentlich das ganze Hydraulik-Thema bei dem Schlepper. Wie gesagt, da ist die Hydraulik für hinten und umgesteuert. Dann kann ich den Bock da quasi heben und senken. Das ist dieser Sperrhebel, wenn ich den jetzt dann, ich hebe quasi hinten ein bisschen an, betätige den Knopf und kann das ganze Mähwerk dann absenken. Der lässt mir den Balken dann auch automatisch hier runterklappen. Natürlich nur, wenn die seitliche Feststellschraube gelöst ist, ist klar. Das kann ich alles einmal zeigen, wenn das Mähwerk irgendwann einmal wieder montiert ist. Wie gesagt, ich habe für den Schlepper noch sämtliche Anleitungen und Unterlagen, was halt damals so dazugegeben hat. Einmal die Ersatzteilliste für die Hydraulik. Die haben wir letztes Jahr unter anderem auch gebraucht. Wie gesagt, der ist ja gerichtet worden. Bedienungsanleitung zu der Hydraulik selber. Wie gesagt, da steht auch nichts weiter drin. Halt hier nochmal diese Schaltstellungen, Schwimmstellung, drücken, Neutralstellung, wo er jetzt steht, oder heben, wenn ich ihn nach vorne drücke. Ich habe ja dafür beim KL300 vorne die Hydraulikpumpe drinnen sitzen. Also das schematische Bild ist verkehrt. Die sitzt bei mir hier drüben. Ja, noch mal diese Schaltstellungen, die der dann hätte, der seitliche Bock und eben diese Steuergeräte. Also ich könnte Frontlader zum Beispiel noch montieren.
haben wir nicht gebraucht bei dem Schlepper. Wir hatten immer Radlader, Hanomag B6, B8, B11, Zettelmeier ZL2000, jetzt den Atlas. Ja, dann hier die Bedienungsanleitung zum Motor selber. Die kam dann original von Deutz dazu. Ja. Wie schaut der Deutz-Motor aus? Da haben wir ein Bild. Ich kann dann schon mal die Haube auch aufmachen. So schaut das gute Stück aus. Der war ja bei mir auch komplett ausgebaut. Alles gemacht, man. Komplett. Die Ersatzteilliste dazu. Ja, Kurzanleitung noch einmal zum Motor selber. Ist alles nichts Besonderes. Die Ersatzteilliste vom Kramer war letztes Jahr sehr wichtig. Beim Mehrwerksantrieb zum Beispiel, da waren ja einige Lager kaputt und Zahnräder und da musstest du gucken, was für Teile brauchst du. Da hast du dann zum Beispiel die ganze Motorhaube, Vorderreifen, diese Einzelradfederung, die da drin sitzt und Kotflügel. Ja, da sieht man jetzt diesen alten Schwingsitz, der eigentlich drauf war. Den habe ich ja nicht mehr. Klar, optisch schaut er natürlich super aus und er passt natürlich optimal auf den Schlepper drauf. Aber ich bin froh, dass ich ihn nicht mehr habe, weil wie gesagt, die Federkraft von dem Ding, die war damals schon schlecht, deswegen hat der Großvater weg. Da hat es damals schon schlecht Teile dafür gegeben. Und ja, der Sitz, der jetzt drauf ist, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Einspritzpumpen. Das war ja alles komplett zerlegt, das hat er vorher alles auf der Erbe drin, wieder zusammengerichtet. Es sind so viele Teile gemacht worden und gerichtet worden, also der ist wirklich... Das kann man als Restauration bezeichnen. Viele, die schreiben ja restauriert, weil sie ein wenig einen Lack drauf geschmiert haben. Der Schlepper, der ist ja wirklich komplett von Grund auf neu aufgebaut. Also da gibt es eigentlich kein Teil, was nicht angefasst worden ist und alles, was nötig war, ist gerichtet worden. Ja, die Anleitung. Technischen Daten. Und so wie auf dem Bild da, so haben wir den Schlepper ursprünglich einmal gekriegt. So ist der zu uns geliefert worden. So hat der Großvater bestellt. Ja, und dann kam später erst der Kress-Sicherheitsbügel, das könnte so ums Jahr 1967 oder was gewesen sein. Damals war noch nie die Rede davon, dass einmal ein Dach auch drauf kommt. Das hat er dann aber auch irgendwann angeschafft. Das ist der Bestellschein für den Schlepper. Ist auch über die Firma Hans Weiß in Veit-Lahm bestellt worden, da kam ja der Alger ja auch schon her. Und der hat da oben damals dann auch die Vertretung für Kramer gemacht. Und da ist bestellt worden. Ein Kramer Dieselschlepper, Type KL300, 28 PS, serienmäßige Grundausrüstung mit Bereifung, damals waren es 10,28, jetzt habe ich ja 11,228 und vorne 5,016, also nicht 6,0, Entschuldigung, das war der Louisier Bulldog, die hat größerer drauf. Ja, sofern größere Bereifung gewünscht wird, bla bla bla, Mehrpreis für Sonderzubehör, S-Waferbau, die Hydraulik, habe ich ja vorhanden, das Mähwerk mit Antrieb und Hubzylinder, den man da seitlich sieht, die geteilten Bremsen war Sonderzubehör, Betriebsstundenzähler Sonderzubehör, hat damals gekostet, also hier nur, dass ihr das auch seht, 11.600 Mark der Schlepper in dieser Ausstattung, das war aber nur der Bestellschein, das war noch nicht der fertige Schlepper. Wir haben nämlich noch mehr Sonderzubehör, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir haben auch Doppelkupplung drin. Und auf der Rechnung ist die mit aufgeführt. Und die Rechnung habe ich hier. Und ich lese jetzt einfach mal wieder vor, was da noch steht. In Erledigung Ihrer Bestellung vom 19.06.62 sandten wir Ihnen auf Ihre Rechnung und Gefahr zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen am 17.08.62 mit LKW Kempf ab Werk Gutmardingen über die Firma Hans Weiß Veit-Lahm an Ihre Adresse. 1. Kramer Dieselschlepper Type KL300 mit luftgekühlten 4-Takt-2-Zylinder Dieselmotor 28 PS in serienmäßiger Grundausrüstung mit kompletter Bereifung vorne 5-16 und hinten 10-28. Mähwerk einschließlich Mähantrieb mit hydraulischer Mähwerksaushebung, separat steuerbar. Hydraulischer Kraftheber heben und drücken mit Dreipunktaufhängung und verlängerter Aggerschiene, das ist das Riffelblech hinten drauf, ist ja auch Sonderzubehör. Einzelradbremse mit Fußpedalen, die sind auch Sonderzubehör gewesen, gab es auch nicht standardmäßig und Betriebsstundenzähler auch Sonderzubehör.
Dann steht da Abschlusspreis die 11.600 Mark. Und dann kam die Doppelkupplung noch dazu, einschließlich Motorzapfwelle. Und die hat noch einmal 350 Mark Aufpreis gekostet. Und dann hatten wir einen Gesamtbetrag, also das habt ihr euch ja wahrscheinlich schon ausgerechnet, 11.950 Mark. Da habt ihr das Ganze nochmal. Barzahlung innerhalb 8 Tagen, aber Rechnungsdatum steht da noch dabei. Ja, also sehr, sehr viel Geld damals. Da ist richtig Geld geflossen. Ich sagte ja damals schon beim Allgäuer-Video, der Allgäuer war ja schon relativ teuer mit 6.300 Mark. Wobei das alles noch günstige Schlepper waren. Zu der Zeit gab es natürlich teurere auch, also Fendt konntest du noch gar nicht bezahlen. Und bei uns, da waren es halt wie gesagt der Kramer dann und der Allgäuer. Da hat es gepasst. War damals trotzdem viel Geld. Eine teure Anschaffung. Aber noch teurer war natürlich dann der letzte Schlepper, der kam, der große. Egal. Ich bin auf alle Fälle froh, dass wir eine so haben, wie wir eine haben. Ich bin auch froh, dass wir eine mit der Doppelkupplung haben. Die ist doch eine unglaubliche Erleichterung, wenn du da zum Beispiel Kartoffel graben tust und du hast den Samro-Roder dran. Die Doppelkupplung fungiert quasi so, du zapfst das Kupplungspedal halb durch, die Zapfwelle hinten läuft weiter. Die schaltet nicht ab, aber dein Fahrantrieb steht. Das heißt, du fährst nicht mehr. Kannst aber deine Maschine hinten zum Beispiel bei Verstopfung weiterlaufen lassen oder wenn sehr viel Kartoffeln kommen, dass du natürlich nicht noch mehr Kartoffeln in den Samro-Roder beförderst und aufs Band drauf kannst du stehen bleiben, dann können die Leute, die hinten drauf sitzen, erst einmal in Ruhe aussortieren. Sieht man ja auch in die Videos, die ich gemacht habe, da müsst ihr mal gucken. Kartoffelernte wie früher oder so ähnlich heißt es. Ich setze mal die ganzen Links unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch das einmal angucken zu dem Schlepper dazu. Ja, dann hätte ich noch eine Rechnung zu dem Schlepper. In dem Fall verdecke ich jetzt aber mal die Adresse ein bisschen. Wer weiß, wo ich wohne, kann es gerne für sich behalten. Da haben wir damals noch einmal eine Nachbestellung gemacht und zwar am 5. August 85. Da war das Zugmaul hinten so ausgenüdelt, der Bolzen. Und das ganze Zugmaul selber war ausgeklappert. Ich sagte, der hat einige Stunden runter, der Schlepper, 29.000 Betriebsstunden oder ein paar zerquetscht da noch dazu. Also der hat richtig arbeiten müssen in seinem Leben. Und da ist damals ein Anhängemaul hinten bestellt worden, mit dem Anhängezapfen. Da ist die Originalrechnung da dazu, Ersatzteilabteilung. Und dieses Anhängemaul hinten ran, 406,7 Mark. Mit Verpackung und Mehrwertsteuer und allem. Ist damals auch geliefert worden und das ist das Maul, was jetzt da hinten dran hängt. Das ist soweit in Ordnung, da haben wir nichts dran machen müssen. Mit dem KL300 hier hatten wir das Problem, wir haben einen Krüger Miststreuer. Und der Großvater, wenn mir den Miststreuer Mist gestreut hat, an dem Kramer. Jedes Mal beim Miststreuen ist die Kurbelwelle abgerissen. Immer zu der Seite hin, wo sie aufs Getriebe rüber geht. Da oben hängt so ein kaputtes, abgebrochenes Ding. So sieht eine abgebrochene Kurbelwelle aus. Also immer hinten an dem Teil. Die hängt als Gewicht oben an der Tür, dass die Tür leichter auf und zu geht. Ja, wie gesagt, also zwei Stück sind abgebrochen. Die eine hängt hüben in der Werkstatt oben drin. Die andere hier im Ziegenstall oben. Ja. Und die dritte ist verbaut worden und eine liegt noch auf Reserve, die ist damals gekauft worden und auf Reserve gelegt worden, man wusste ja nie. Und das ist eigentlich bei mir der Grund, dass ich sage, ich traue mir es nicht die Presse ranzuhängen, weil die pufft ja auch ganz schön drauf. Und ich habe zwar noch eine Welle liegen, aber den Aufwand, die dann einzubauen, wenn es nicht sein muss, vor allem, es kann ja Folgekosten dann auch mit sich ziehen, die bricht ab und macht mir vielleicht noch mehr Schaden. Habe ich gesagt, nee, dann die Presse dann hinten am IHC. Der hat die Leistung, da passiert nichts, da weiß ich genau, das funktioniert. War zwar immer schön das Pressen mit dem Kramer, aber da ist mir das Risiko einfach zu groß, dass ich mir dann die Kurbelwellen wieder abbrich. Und solange da wirklich keine richtige Erklärung dafür hat, lassen wir das einmal lieber bleiben, weil Risiko muss man nicht fahren. Ja, jetzt sitzen wir oben auf dem Schlepper, ich habe mich hier raufgezogen. Hier ist es doch ein bisschen angenehmer, ein bisschen trockener, man wird nicht so nass. Da sieht man jetzt den Vorteil von so einem Verdeck, auch wenn es bloß das leichte Planenverdeck, Flatterverdeck ist. Man wird nicht nass, man sitzt bequem im Trocknen. Ja, so schaut das Ganze hier aus. Ist ja neu aufgebaut worden.
Weil ich gefragt worden bin, was hat das Verdeck mich jetzt gekostet, das wieder aufzubauen. Ich habe hier nur die Planen neu machen müssen und habe mir die bestellt. Günstig war es nicht, ich habe einen knappen Tausender nur ins Dach gesteckt. Ich habe Farbe gebraucht hier, habe die ganzen Drehstabfedern, diese Gummidorder neu gebraucht, oben und unten, Diagummi da oben rein. Ich habe einen knappen Tausender in das Verdeck hier reingesteckt. Ist ein Haufen Geld, ja. Aber wenn es mir die nächsten, ja, ich sag mal, wenn es so alt wird wie das andere, das war halt die 60er oder 70er drauf, also wenn das auch wieder 40 Jahre hält, wegen mir, dann passt das. Wenn man jetzt hier so schön auf dem Schlepper drauf sitzt, dann zeige ich jetzt einfach mal das Armaturenbrett, den Armaturenträger. Also da sieht man schon, da kommt ein bisschen Wasser, kommt da durch. Das ist der Übergang vorne zu der Haube. Das ist normal, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, hier drüben ganz normal mein Handgas. Wenn ich den hier oben betätige, dann fährt unten mein Gaspedal nach unten. Klar, Handgas. Warnblinkschalter. Anlasser. Die Hupe. Die Kontrollleuchten, Ölkontrollleuchte, Ladezustandsleuchte bzw. Ladekontrollleuchte, Fernthermometer, das war ja Grundausstattung, Blinker hier oben, Betriebsstundenzähler, hier unten dann die Gangschaltung, ja mein Vater, der wollte unbedingt so einen Knauf hier drauf, ich hätte ja den alten gelassen, da waren keine Nummern mehr drauf gestanden, er wollte neun. Rückwärtsgang, erster Gang 2, 3 und dann hier drüben 4 und 5. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben hier ein 10 plus 2 Getriebe. Wie kann ich das jetzt umschalten? Hier unten habe ich einen Fußschalter. Wenn ich den jetzt drunter sapp, dann fahre ich quasi in der anderen Gruppe, die niedrigere Ganggruppe. Dann läuft der glaube ich noch 2/3 von der Geschwindigkeit. Also bei mir sind es dann meistens die Ackergänge. Ich brauche das zum Kartoffelgraben, da schalte ich eine runter. Und dann kriecht er im ersten Gang wirklich vor sich hin, ganz ganz langsam im Standgas, brauchst kein Gas, nichts geben. Ja, und dann habe ich wie gesagt noch einmal 5 Vorwärtsgänge und dann Rückwärtsgang mehr. Hier dann die Handbremse. Unten drunter geht es weiter. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt. Hier ist ein Schalthebel. Das ist die Zapfwelle. Wenn ich den nach vorne einrastern, dann schalte ich meine Zapfwelle ein. Dann habe ich ja gesagt, Einzelradbremse hat er. Die wäre hier. Das sind die kleinen Pedale, da kann ich quasi hier das rechte Rad bremsen und hier drüben das linke Rad. Der kleine Fußschalter da unten ist das Fernlicht, habe ich auch eine Kontrollleuchte dafür, wenn ich jetzt Licht mache. Jetzt leuchtet mein Licht und wenn ich jetzt da drauf sapp, dann geht hier die Kontrollleuchte an, habe ich Fernlicht an. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, das ist der Fernlichtschalter. Soweit dazu. Ja, der Kress-Sicherheitsbügel, was Sonderzubehör war bei dem Schlepper, war auch nicht standardmäßig, steht aber nicht extra auf der Liste mit drauf. Ist der Arbeitsscheinwerfer hinten, also wenn ich mein Licht vorne anmache, kann ich hier hinten einen kleinen Schalter ziehen. Und dann kann ich meinen Arbeitsscheinwerfer hinten einschalten, ist ganz praktisch, wenn du in der Scheune irgendeine Maschine anhängst. Ja, hier ist dann die Einstellung für den Mähwerksbockhüben. Da kann ich meinen Winkel dann vom Messerbalken nochmal verstellen. Die Hydraulik noch einmal. Hier hinten dann Ölmessstab fürs Hydrauliköl. Das ist die Differentialsperre, wenn ich die jetzt da hinten reinrast. Dann ist die aktiviert. Ja, und das Zugmaul noch einmal, original von Kramer. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, einen Scheibenwischermotor habe ich hier drin, eine Scheibenwischer. Und sonst nichts Besonderes, also kennt man ja. Ja, Höchstgeschwindigkeit von dem Schlepper vielleicht noch interessant. Also Sprinter ist er nicht, ich habe bloß das Normalgetriebe, kein Schnellganggetriebe. Den Schlepper gab es ja wahlweise auch mit Schnellganggetriebe. Dann hätte er eine Geschwindigkeit von ca. 28 bis 30 Stundenkilometer. Ich habe nur das Normalgetriebe drin, da läuft er leider bloß, oder ja, was heißt leider, ich meine, ich bin da nicht mit einem klar gekommen. Da läuft er halt dann nur seine 19 Stundenkilometer. Da komme ich auch von A nach B. Es dauert vielleicht einmal einen Moment länger, aber ich sage mal immer, mitgemacht haben irgendwo ist das Wichtigste. Oder ankommen ist wichtig. Und das funktioniert, wie gesagt, einwandfrei. Also warum soll ich mich da abtun, weil er jetzt bloß 19 Stundenkilometer läuft? Mein Gott,
In der heutigen Zeit ist alles so schnelllebig. Das ist immer so schön, wenn man dann auf dem Schlepper sitzt und da kriecht man so ein wenig durch die Landschaft. Ist doch einfach immer schön, dieses ganze Schnelllebige lässt man sich dann hinter sich liegen. Klar, in der heutigen Zeit, wo alles schnell, schnell gehen muss, manchmal denkst du dann auch, jetzt kennst du noch ein kleines bisschen, aber wie gesagt, die Freude überwiegt. Ja, was hat er da noch? Ist ja heute leider nicht mehr erlaubt. Dürftest du ja eigentlich nicht mehr nutzen. Ich habe einen Lenkradfeststeller. Kann ich hier oben mein Lenkrad feststellen? Dann sitzt es fest. Wenn du nicht zum Beispiel, also das konntest du ja früher machen, Heuladen in den ersten Gang schaltet. Das war am Anfang, wie es da quasi die Drescher noch nicht gegeben hat und wie dann oft noch mehr Binde hinten dran hing, weil ja hier dran hängt. Da hast du anschließend dann Leiterwagen hinten dran hängt, diese großen Holzleiter wegen. Hast den Schlepper in den ersten Gang, hast den Feststeller da gezogen, dann ist der nur noch in eine Richtung marschiert. Dann konntest absteigen und konntest Heu aufladen. Heutzutage undenkbar, die BG, die haut da auch nicht auf den Deckel, wenn du das machst. Also da zahlt auch keine BG, wenn du sowas machst. Blühüberwache. Und die Kontrollleuchten für die Blinker, also wenn ich jetzt nur Bulldog blinkt, dann blinkt der einmal auf und hänge ich einen Anhänger ran, dann blinken sie beide und dann sagt er mir, ja, dann Anhänger dranhängen. Beziehungsweise, dann blinkt auch nur der eine und wenn ich zwei Anhänger dran habe, habe ich zwei Stück, die blinken. So rum. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Schlepper. Wie gesagt, ich habe da noch meinen Werkzeugkasten da unten. Und die besagte Welle, die aufchromatiert worden ist, das ist ja die hier. Die war ja hier oben eingelaufen, da innen drin, wo der Dichtring ist. Die hat quasi immer rausgetropft, auf der anderen Seite dasselbe. Das haben die drinnen in der Firma gemacht und wirklich 1A gemacht. Also ich habe denen damals einen Kasten, ich war ihnen einen Kasten Bier schuldig. Und ich habe natürlich eine Rechnung angerichtet für ein oder andere Teile, aber ich sag wirklich, also ich bin richtig günstig davon gekommen. Lass das einmal alles in eine Fachwerkstatt machen, so einen Schlepper hier zu restaurieren. Unbezahlbar, die hatten einen drin, war Deutz, ich glaube D30 oder D40, müsste ich jetzt lügen, ich glaube D30 was. Den haben die drin in der Firma wieder zusammengerichtet, der war vorher bei der Lackiererei. Insgesamt in den Schlepper 12.000 Euro gesteckt, ich bin jetzt mit der Hälfte von dem Betrag bei dem Schlepper hingekommen, habe da dafür aber auch das Dach und wirklich alles gemacht, der Lack ist neu. Das da, ist auch kein billiger Kunstharzlack, sondern das ist ein Alkyd-Harzlack. Ein richtig guter Lack, teurer Lack. Der soll halt normalerweise nicht so leicht ausbleichen. Der andere, der Kunstharzlack, bleicht ja relativ schnell aus und wird dann matt. Der Lader, der glänzt immer noch. Also ich hoffe mal, es bleibt noch die nächsten Jahre so. Ich sage mal so, glänzend ist er schon schön. Ist ja was Feines. Ich bin ja eigentlich Kaffee-Fan vom Top-Restaurieren, aber bei mir war es nötig. Die Kotflügel da, da waren ja da hinten, wo die Kotflügelstreben runtergehen, komplett durchgerostet. Da hatte ich ja hier ein großes Loch drin, drüben auf der anderen Seite ein großes Loch. Und ja, du hast teilweise dann die Kabel gesehen, die zu den Blinker raufgegangen sind. Also, nee, irgendwo ist dann Schluss, irgendwo muss man dann auch mal Schluss machen, muss man dann was machen. Die Stehbleche oben waren hier oben zusammengerostet. Die Sitzbleche selber waren hier hinten, die haben wir rausgeschnitten gehabt. Da war hier hinter der Lampenhalter alles weggerostet. Alles neu gemacht worden. Und wie gesagt, also ich finde es echt klasse. 1A das Ergebnis. Ich bin begeistert, dass er wieder so ausschaut. Und so soll er natürlich so lange wie möglich bleiben. Der Motor ist zwar komplett überholt, aber es ist trotzdem ein alter Motor. Immer ein bisschen vorglühen. Ein paar Sekunden, wenn er kalt ist. Wenn er warm ist, brauchst du es nicht. Aber wenn er kalt ist, kann man das schon machen. Also wie gesagt, ganz normal hier heben, senken, drücken und Schwimmstellung ganz hinten. Scheibenwischer an. Komm mal halt einmal bis runter, jetzt der Werfel fällt. Leider rennt der Hund schon wieder nach. Ich möchte immer überall dabei sein.
kommt schon ein wenig was. Bloß die Süßkartoffeln schwächeln noch ein wenig. Bamberger Handler und die anderen sind schon soweit da. Bloß die Süßkartoffeln schwächeln noch ein wenig. Hier unten. Zack. Mit dem Verdeck bleibt man halt richtig schön trocken. Das finde ich einfach klasse. Zack, 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 zack. Und besser geht's doch nicht. Ja, aktuell steht der Kramer vor dem Auto. Eigentlich habe ich gedacht, ich kann heute noch die Kartoffeln häufeln. Ein bisschen nass dafür. Dann lassen wir das heute mal bleiben. Wird wohl eher nichts werden. Ich zeige euch jetzt noch vorne den Motor. Dann habt ihr den auch mal gesehen. Also, da haben wir den Tank. Tankinhalt 42 Liter. Kann er mitführen. Direkt davor das kleine Kästchen, da ist ein Warndreieck drin. Da dann den Motor. Wie gesagt, das ist ein Deutz. Klöckner Humboldt Deutz AG. Lichtmaschine, Anlasser. Ölbad, Luftfilter, ganz vorne sitzt die Batterie. Ja, so schaut das ganze Ding aus. Also viel sieht man nicht. Wie gesagt, der ist ja luftgekühlt. Ist alles schön abgekapselt, sieht man gar nicht. Kann man gar nicht so recht reingucken. Ja, hier vorne dran hängt dann da unten noch ein Ölkännchen. Das war dabei, wie ich ein Mähwerk zum Ölen, original. Dann hier drüben, das ist der Mähwerksantrieb. Das ist als Riemenscheibe ausgelegt, also man könnte, wie gesagt, einen Flachriemen drüber legen, müsste man halt den Schutz dann da noch wegmachen, ginge auch. Auftritteisen. Von vorne hier noch einmal. Ja, das Kennzeichen. Jeder, der auf der Straße unterwegs ist, sieht es ja. Ich weiß nicht, wozu ich das verdecken soll. Die Chromringe hier sind neu gekommen, da waren die alten weggerostet. Die aufzutreiben war halbe Katastrophe. Ja, und da den Motor von der anderen Seite nochmal. Da hat man auch nochmal die ganzen Leitungen. So, hier auch wieder alles schön zu, sieht man nicht. Also die Luft kommt ja von da unten hoch. Da hüben rüber durch das Gehäuse, bläst da durch. Und hier unten bläst es dann ab. Und wärmt quasi dann, wenn er warm ist, auch immer den Diesel ein wenig vor. Mehr oder minder Dieselfilter. Absperrhorn, Kraftstoffabsperrhorn da oben. Ölmessstab, Ölpeilstab. Ja, so schaut es hier drüben aus. Das ist die Hydrauliköl-Pumpen. Das war jetzt die Vorstellung vom KL300. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
ich sage wie gesagt noch mal ein richtig fettes Danke an alle, Zuschauer. Echt klasse, dass ihr immer so spitzenmäßig dabei seid. Ich freue mich jedes Mal wieder über Kommentare. Auch wenn manch einer dabei ist, wo man mir denkt, na, den hat man jetzt schon x-mal gelesen und x-mal beantwortet. Naja, ist halt so. Wegen mir. Wie gesagt, richtig klasse, dass ihr immer dabei seid. Freue ich mich echt drüber. Und ja, das sollte jetzt ein kleines Dankeschön sein. Da habt ihr mal den Krame gesehen. Und ich weiß, das Krame-Video ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger geworden wie der Allgäuer. Deutlich länger. Ich habe nämlich eine Speicherkarte schon voll. Beim Allgäuer habe ich das nicht geschafft. Ich glaube, zum Allgäuer kommt schon auch noch einmal ein wenig was. Es war keine richtige Schleppervorstellung mehr, aber da werde ich mit Sicherheit auch noch mal was dazu sagen. Und wie gesagt, der Plan sieht so aus, bei 2000 Abonnenten kommt nur eine IHC dann dran. Den wollen ja auch schon einige sehen, aber ich habe mir das ja aufgespart, habe gesagt, das kommt dann wirklich erst zu Abonnenten-Spezial. Dass ich da dann auch was Vernünftiges habe. Wie gesagt, jetzt nochmal richtig großes Danke und Daumen hoch an euch alle. Echt begeistert, klasse. Ich freue mich, wenn es so weitergeht. Bin ich echt begeistert, jeden Tag wieder neue Abonnenten zu begrüßen quasi. Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Und ja, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Das kommt dann ganz normal wie gehabt am Dienstag um 16.30 Uhr. Da kommt dann der auf alle Fälle das Kartoffelhäufeln bis dorthin. Außer es regnet sich jetzt ein. Also so, wenn der Regen bleibt, das kann ruhig einmal jetzt den ganzen Tag so durchregnen. Wäre nicht verkehrt. Kann man schon mal gebrauchen. Ja, und sonst, wie gesagt, bis zum nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Servus, bis demnächst.